jetzt das macht er den Impur. Mein Gott, da war noch ein Redstone-Ding drin. Das dauert immer alles so lang. Da könnte ich auch mal die hier mal schnell wieder verwurschteln. Das sind auch wieder. So. So. Und so. Ach so. Das war jetzt doof, was ich hier gemacht habe. So, bitte dahin und verteilen. Dankeschön. Und weg damit. Da unten nochmal 64. Ah. So. Verteile schon mal. Okay, wir warten auf den Rest. Stiplight Dust. Und da kommt ein Teeny Pile of Antimony Dust mit bei rum. Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann kommen wir ja so auch schon an das Zeug hin. Ist ja cool. So, und der letzte noch bitte. Das hat er den. Das ist so ein Hirsch. Dieses Ding ist so doof. So, den da bitte rein. Mit dem Redstone kannst du nichts machen, glaub's mir. Ich weiß es. Das hast du schon zu oft probiert, Kiste. Gut, so, und das kommt jetzt in den Elektrolyzer hier. Hops. Da passiert es aber. Macht der da eigentlich auch. Nee, macht keine Flüssigkeiten. 2 Antimony Dust und 1 und 3 Sulfurs. Okay, und was ist da? Battery Alloy? Battery Alloy Dust ist. Alloy Smelter, LED und. Ah, 4 LED und 1 Antimony. 4 LED können wir schon mal besorgen. Du bist Nickel. LED. Habe ich hier keins mehr? Hatte ich das überhaupt schon jemals? Da ist keins. Also da ist definitiv nichts. Verdammt. LED, aber da ist ein Haufen. Na gut, dann verarbeiten wir mal LED. Warum nicht? Machen wir mal 5 da. Ach komm, wir machen alle rein. Ach, da hängt der Schmann wieder drin. Kannst dich auch nochmal schnell hier durchmachen, bitte. Danke. So lange, bis der LED fertig ist. LED-Ohr. Tja. Und schon sitzen wir wieder hier und warten. 4, wie war das jetzt? 5 waren das, gell? Die ich da brauche. Alloy Smelter, nein, 4 brauche ich, okay. 2 und noch einmal bitte 4, komm, mach. Ah, das ist ganz schön langsam hier. Sollte doch durch sein, ja, da sind sie. So, jetzt machen wir mal Trick 17. Ich hoffe, ich habe den Hammer noch irgendwo. Da ist er doch, in meinem Inventar. So, weil ich es da nicht warten mag, hämmer ich die mal durch. Das geht nämlich manchmal ein bisschen schneller. So, und dann muss ich aus dem Impure LED Dust natürlich auch erstmal Zentrifugen. Komm, du da. Ist das wichtiger? Na, und du gehst jetzt dann nach oben, bitte. Danke. So, Stiplight Dust haben wir hier nochmal 2 Stück. Da kommen dann nochmal ein paar raus. Das heißt, er hier ist aber fertig. Jawohl. Ich muss mal kurz die Münzen wieder loswerden. Hier die Nerven. So. Und den Capacitor. Mein Gott, wo hänge ich denn den jetzt rein? Wo finde ich denn den nie wieder? Hier. Hier, da ist er gut. So, und dann. LED. Stipnight, Impure. Nanu. Echt, brauchst du so lang? Oh ja, jetzt hat es durch. Ein LED Dust. Ich mach doch da 4 Stück, oder? Dachte ich. Er braucht aber lang, dieser LED. Verrückt. Ja, der läuft ziemlich langsam. Was kommt noch bei raus? Bismut Dust.
Also den haben wir auch schon drunten. Bismutdust. Was kann man denn aus Bismutdust machen? Bismut Nugget. Was ist denn Bismut bitte? Na super. Tja. Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich für irgendwas irgendwann noch brauchen. Sehe ich jetzt schon kommen. 2, 3, 4, komm. Mach. Ach Gott, das ist so langsam. Das ist so fürchterlich langsam, das Zeug. Kannst nichts machen. Musst einfach warten. Den Titel dumm. So, der noch durch. Komm, bitte. Musst da einfach stehen und gucken und warten. Das ist verrückt. Den. So. Schaust du den Aluminium-Dust rein? Das ist so ein Hirsch. Du tust als nächstes das hier verarbeiten weiter, bitte, danke. Aluminium-Dust. Ich weiß nicht, warum man sich das immer irgendwo rausquält, das Zeug. So 3 Stück haben wir. Und der 4. kommt gleich, dann können wir es machen. Gott sei Dank, du. Ja, das dauert. Weißt du, das dauert alles. Da haben wir es. Warte mal, kann ich dich auch gleich mit dem Ding hier reinbrutzeln? Ich glaube schon, oder? Ja, geht wunderbar. Müssen wir nicht erst Dinger draus bauen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, du. So, dann haben wir hier 5. Ja, und da war's. Canning-Maschinen fertig. Gut. Claimen. Was mache ich eigentlich mit den Helfer-Batteries? Were very simple to make. Ja, okay, bla bla. Complex Builds. Ja, ich brauche mehr Storage. Groundwork now. Okay. Centrifuge Import Tablet. Nein, Max Dust. Ja, das ist klar. Okay, das heißt, da werden jetzt stärkere Batterien draus gemacht oder so. Meinetwegen. So, das war die Canning Machine. MV Lossless Cables. Energetic Alloy Wire. Ender und Terminal. Okay. Lossless, ja, Lossless ist immer gut, glaube ich. Ja, genau. Energetic Alloy Cables. Für MV, da müssen wir jetzt wohl hin. In der Wire Mill. Machen wir das da und das geht aus Gold. Warte mal, Energetic Alloy habe ich doch schon gemacht. Ja, hier. Na gut, das ist ja dann einfach hier. Dann machen wir hier das in die Wire Mill rein. Hops. Machen hier mal Wires draus. Hops. Und Pilling, genau, das war jetzt easy. Okay, und ihr seid. Da muss ich, glaube ich, irgendwann mal wieder hingucken. MV-Cables and higher are made in the chemical reactor. At MV, they are made with liquid rubber, okay. Eieiei. You can use unshield wires. Ah, ich darf sie aber nicht anlangen, weil da ist Strom drauf. Ja, okay, das heißt, ich kann es so verarbeiten. Oder aber, ich tue sie dann gescheit machen. Genau, das ist Ansage. Gescheit machen ist, glaube ich, eine Ansage. Was bist du da unten noch? Annealed Copper, das braucht doch kein Mensch, oder? Reading Copper mit Oxygen. Loss. Weniger Power Loss, aber ich meine, warum? Annealed Copper Ingot. Nee. So schreibt man es. Sondern was verlierst du? Du verlierst doch auch, du Loss per Block 1. Ich glaube, das bauen wir nicht, wenn wir hier die Energetic Alloys Cables bauen können. Dann machen wir das mit denen.
Aber wir machen erstmal hier. MV Energy Input und MV CEF. Und dann kommen wir zum MV Power Storage. Assembling Maschine LV. Die habe ich doch schon. Ach so. Du bist Grundvoraussetzung für den Rest hier. Was bist du? Ach, du bist das Ding hier mit dem Chemical Reactor. Ach so, da muss ich ja Phenol reintun mit dem Ding hier. Und Phenol war, da brauche ich Distillerie dazu. Da, das war das. Und die Distillerie, die habe ich keine Lust zum Bauen. So schaut es nämlich aus. Also lass mal den Part mal weg hier. Erstmal. Soldering Alloy, da können wir auch mal schnell gucken. Wenn Making Circuits und Lead either Molten Tin oder Molten Soldering Alloy, habe ich auch schon gesehen, ja. Tin. Ah, Tin vis Antimony, das haben wir jetzt auch. Ah, okay. Tin Pulse, Tiny Pulse can obtain, ja, bla bla bla. Da muss ich jetzt eins machen. Soldering Alloy. So, wie war das jetzt? Soldering Alloy Ingot, Alloy Smelter ist. Das haben wir doch schon gemacht. Da habe ich noch eins rumliegen, oder? Ein Tin Alloy Ingot, genau. Und aus dem Tin Alloy Ingot mache ich doch jetzt, habe ich das jetzt richtig im Kopf? Nicht mit Alloy Smelter, sondern mit dem Fluid Extraktor. Nein, Tin Alloy. Das habe ich mich aber schon wieder irgendwo verhauen, oder? Molten Tin Soldering Alloy ist just Tin Alloy with Antimony. Ach, ich habe dich ja noch gar nicht gealloyed, gell? Das Tin hier. Aber ich kann jetzt das Tin hier mit dem da. Nein, das kann ich schon mal nicht. Okay. Wie kriege ich das jetzt? Das muss ich erstmal verstehen, was da steht. Ja, ich habe den Dust, aber wie mache ich jetzt eine Soldering Alloy aus dir? Indem ich Soldering Alloy Ingots mache und die mache ich... Ach, mit 9 Stück. Lesen. Wer lesen kann, ist schwer im Vorteil. 9 Stück Tin. Du bist kein Tin, du bist ein Tin Alloy. 9 Stück gleich, Wahnsinn. Okay. 9 Stück da rein, mit dem hier gibt 10 andere Sachen. 10 andere Sachen, wo wir wahrscheinlich mit Sicherheit viel, viel brauchen werden davon. Gut, dann lassen wir mal das Anil Copper hier erstmal Anil Copper sein. Wieder wurscht. La 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 la. Okay, da ist es. So, dann muss ich dich jetzt... Ach, das war die Fackel. Muss ich dich jetzt in den Basic Solid Dingenskirchen... Nee. In den... Ah, wo ist er denn? Mixer? Electrolyzer? Wo ist denn der Fluid? Wo ist der Fluid Man? Da ist der Fluid Man. Da tun wir jetzt mal eins rein. Klonk. Und dann leihen wir doch mal bitte... Das war nix. Geht es nicht. Ja. So. Jetzt das. Dann tu mal den da bitte da drauf. Alter. Komm. So, du hast es. Wunderbar. Dann tu mal dich jetzt da drauf. Und dann ist es jetzt da drin. Soldering Alloy. Okay. Wie schön. Ich habe Soldering Alloy. Ich hätte da vielleicht einen ganzen Bucket voll machen sollen, ich Hirsch und nicht da reinschmeißen. Okay, mach mal. 144, 1, 2, 3, 4. Wie viel kommt das da Bummer bei rum? So, ich stell dich jetzt nochmal da oben drauf. So, die Hälfte Hammer für ein Bucket. Ein Bucket. Warum soll ich jetzt ein Bucket machen? Muss man nicht verstehen. So, ich schmeiß den Bucket schon mal rein.
nochmal zwei. Wie viel brauche ich jetzt davon eigentlich? Noch eins mehr wahrscheinlich, oder? Ja, nur mindestens eins mehr. Noch eins. Huch. Achso, ja. Bucket. Wo ist denn der Bucket hin? Bin ich jetzt bescheuert? Hallo? Ach, der ist wieder da rein, der Depp. Ah. Okay, aber die Quest ist erfüllt. Soldering Alloy Bucket, da ist er doch. Okay, wunderbar. Haben wir. Sehr schön. Weil damit kann ich jetzt... Das habe ich auch schon gesehen, wenn man hier nämlich diese Dings machen will. Wenn nicht da. So diese Circuits zum Beispiel, oder? Waren doch das? Ne, die nicht, die primitiven. Irgendwo habe ich schon gesehen, dass du dann Elektronik-Circuits, das sind die nächste Stufe. Na, da brauchst du Tin. Oder Soldering Alloy, genau. 72 und davon 144. Alles klar, wir haben es verstanden. Also ich. Toll. Das hätte jetzt wahrscheinlich ganz umsonst da erstmal da reingeschüttet. Jetzt tue ich das erstmal wieder da rein. Da ist es doch gut da drin. So. Gut. Weiter geht's. Questen mal ein bisschen hier. So, ich brauche diesen. An dem werde ich jetzt nicht dran vorbeikommen, ne? Und das Second Tier of One Circuits komme ich jetzt auch noch nicht hin. Aber egal. MV Energy Input Hedge. Bis Aluminium und Lava. Ich brauche nämlich erstmal ganz fürchterlich das Zeug. Das lese ich jetzt nicht. MV Machine Hull, okay, die können wir bauen. Ich brauche dazu 8 Aluminiumplatten. Oh, mein ganzes Aluminium nicht hier. So, du mal da eine, du da nein, du da nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und das Ingedingens, das tue ich jetzt mal da reinschmeißen. So, du machst mir mal bitte 8 Dinger draus, vielen Dank. Für die MV Machine. Warte mal, MV Machine halt, die ich da brauche, ne? Ja. Und ein Copper Cable. Gut, Copper Cable ist das wenigste Problem. So, für die MV Machine halt brauche ich nämlich das Machine Casing. Und das Machine Casing sind 8 von denen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, werden wir gleich sehen. Und ich brauche noch eine mehr, habe ich gerade gesehen. 5. Da kann man. 6, 7, 8. Sexy macht. Bitte, bitte, bitte. Ups. Okay. Und die da rein und dann gibt es das Meshing Casing. Das kommt jetzt erstmal da hoch. So, und dann brauche ich noch 2 Rough Iron Blades. Jawohl, kriegst du auch noch 2 Rough Iron. Rough Iron hab ich. Hätte ich schon wieder alles verbraten. Ernsthaft. Sterling Silver, Rough Iron da. 2 waren es, gell? Ja. So, dann ihr zwei da rein. Es ist blöd, dass die Ingots alle gleich ausschauen. Fürchterlich. 1, 2, komm. Zap. Und dann brauchen wir Copper Cables. Und die habe ich doch darauf. Copper. 1, 2. Was bist denn du? Conductive Iron. Okay. Copper. Cables. Dich kann ich hier nicht so einfach einfrümmeln, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nein. Hochenergie oder höherenergetische Leitungen. Da geht das nicht mehr. Wo kommen jetzt die Conductive Iron Wires her? Nein, du sollst nicht da rein. Du sollst da rein. Und das machen wir nämlich das da. Gut. Wahnsinn. Und jetzt machen wir da noch ein Copper Cable hin. Ja, noch eins. Na, machen wir halt noch ein Copper Cable hin. So, bitteschön. Copper Cable, dankeschön. Zups. Das können wir eigentlich auch da drin bauen. So und so und... Was?
Maschinenhall. Copper Cable. Okay, ich glaube, du brauchst es wirklich auf dem großen.